Ja, herzlich willkommen auch zu diesem Video. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich hatte dir ja ursprünglich drei Videos versprochen: körperliche, emotionale und mentale Aufstiegssymptome. Und ich möchte dir hier aber noch einige Aufstiegssymptome in Erinnerung bringen, die wir durchaus als wohltuend empfinden können und für die wir dankbar sein dürfen und denen wir unsere Aufmerksamkeit schenken dürfen. Auch die findest du in meinem Buch Deine neue Erde erwartet dich. Also möchte ich dich darauf hinweisen. Ja, es sind wohltuende, beglückende Erlebnisse. Es tut uns wohl. Es richtet uns auf. Es nährt uns emotional, mental. Unser Körper mag diese Symptome und wir haben ja immer die Tendenz, unseren Fokus vor allem auf das Negative zu richten. Das liegt einfach daran, dass ein uralter Gehirnteil, nämlich unser Stammhirn, das wir mit den Höhlenmenschen gemeinsam haben, den Fokus vor allem auf das Gefährliche, auf das, was uns unser Überleben gefährdet, richtet, also auf das Negative, auf das, was wir unbedingt vermeiden wollen oder wogegen wir kämpfen müssen. Und ja, dann vergessen wir all das Positive in unserem Leben, all das, was uns wohltut. Und da möchte ich dich eben ein bisschen darauf hinweisen. Das sind alles die positiven Zeichen für unseren Aufstieg. Nicht nur HSP, also hochsensible und hochsensitive Persönlichkeiten, werden feinfühliger. Also ich glaube, wir alle haben mehr Feinfühligkeit, nehmen Dinge wahr, die wir bisher nicht wahrgenommen haben. Unsere Hellsinne erwachen. Also wir sind ja vor allem telepathisch begabt. Wir übernehmen Gedanken von anderen. Wir sagen etwas und ein anderer sagt, du, das habe ich gerade auch gedacht, das wollte ich dir gerade sagen. So dieses typische Phänomen, wir wollen jemanden anrufen und in dem Augenblick ruft diese andere Person an. Wir nehmen Energien wahr. Manchmal kann es sein, dass wir, wenn wir bisher noch keine Aura gesehen haben, wir so einen Lichtschein um andere Menschen wahrnehmen oder auch um unser Spiegelbild. Es gibt generell einen Wunsch automatisch, ohne dass wir uns viel damit befassen müssen, darum bemühen müssen, einen Wunsch nach einem gesünderen Leben. Das ist auf der einen Seite die Ernährung, die wir automatisch umstellen. Das ist aber auch, wenn wir plötzlich wirklich Lust bekommen, regelmäßig zu meditieren, irgendwelche energetischen Übungen zu machen. Ich habe zum Beispiel von der Donna Eden ein angenehmes Video gefunden. Das sind einfach energetische Übungen, die ich aus der Kinesiologie schon kannte, weil ich irgendwann mal auch dazu eine Ausbildung gemacht habe, aber die sind am Weg natürlich verloren gegangen und jetzt mache ich die wieder täglich. Es ist ein kurzes Programm, ein paar Minuten oder nach den Palmblattlesungen mache ich meine Mantren, spiele ich mit meinen Mantren, habe da eine eigene Mala bekommen mit den 108 Perlen, die mir helfen, da dran zu bleiben. Das tut mir wohl, auch irgendwelche Atemübungen aus der Yoga-Tradition, speziell die Wechselatemübung mache ich. Also ich habe wirklich mein Leben mehr und mehr umgestellt und einerseits, weil ich weiß und mich immer wieder daran erinnere, was mir gut tut, was wertvoll ist, aber auch, es ist so ein automatisches Bedürfnis, vielleicht kennst du das auch. Es gelingt uns jetzt leichter, Co-Abhängigkeiten zu lösen. Es können Co-Abhängigkeiten in unserer persönlichen Beziehung sein. Also wenn wir alleingeborene Mehrlinge sind, dann haben wir ja eine Tendenz zu Co-Abhängigen, vor allem mit süchtigen Menschen. Und dann fällt es uns, wenn wir quasi Rückenwind von der neuen Energie haben, leichter uns daraus zu lösen und beim nächsten Mal nicht wieder in diese Falle zu tappen, denn es ist ja recht allgemein bekannt, dass viele von uns, kaum haben sie sich aus einer Co-Abhängigkeit befreit, haben sie garantiert wieder das nächste Opfer gefunden oder sind wirklich einem Narzissten, Borderliner in die Hände gefallen und können sich wieder nicht wehren. Und jetzt ist es eben so, dass es uns gelingt,
uns nachhaltig zu lösen. Es gelingt uns auch, besser uns aus Süchten zu befreien, Alkohol, Rauchen, irgendwelche Rauschsubstanzen, aber auch aus der Arbeitssucht, auch aus der Sucht nach einem Menschen. Es kann eben diese Co-Abhängigkeit sein. Arbeitssucht ist wichtig. Das merke ich an mir selbst. Also ich bin ein absoluter Workaholic immer gewesen und ich erlaube mir jetzt manchmal Momente der Muße, wo ich einfach nichts mache, sondern einfach lebe. Und das fühlt sich sehr, sehr gut an, wenn es mir gelingt, die Schuldgefühle und Gewissensbisse, die ich deshalb manchmal doch noch habe, zu meistern. Also so dieses, ja, einfach mal sein, fühlt sich schon sehr, sehr gut an. Wir haben mehr Bedürfnis nach Rückzug. Ich bin ein Einsiedlerkrebs und arbeite hier in meinem Refugium. Ich habe hier eine sehr angenehme, starke Energie, in der ich mich sehr wohl fühle und gehe lang nicht mehr so wie früher hinaus. Was ich früher quasi auch sehr viel in meinen Live-Seminaren unter Menschen war, würde ich heute nicht mehr aushalten. Also ganz stark das Bedürfnis nach Rückzug bei mir, besonders stark, aber bei dir vielleicht auch, zumindest phasenweise, muss ja nicht durchgehend sein. Eben Lust auf Meditation, gibt es ja so viele wertvolle, ja, und Bedürfnis nach der Natur. Also es ist wunderschön, in der Natur zu sein, sei es in Form von Waldbaden, dazu gibt es ja hier auch ein Video, sei es im Sammeln von Kräutern, auch da gibt es Videos gemeinsam mit Christel Ströbel, das Waldbaden von Professor Daniela Hallozar, wenn ich mich richtig erinnere. Also die Natur hat schon sehr viel wohltuende Wirkung auf uns und wir sind auch offener dafür, auch wenn wir früher vielleicht nicht so sehr hinausgezogen wurden. Ja, die Beziehung zu Tieren vertieft sich. Also wenn wir ohnehin schon tierliebend waren, dann ja, vertieft sich das noch mehr. Das ist dann besonders schmerzhaft, wenn wir ein Tier verlieren, wenn es heimkehrt. Da merken wir dann, wie wichtig so ein kleiner Fellkumpane ist, der einfach Teil unseres Lebens ist. Aber natürlich auch zu anderen Tieren. Persönlichkeitsentwicklung ist noch mehr Thema. Wir haben Interesse an Übungen, die uns helfen, auch unsere Selbsterkenntnis zu vertiefen. Also das kann zum Beispiel die Astrologie sein in verschiedenen Formen, die psychologische Astrologie, die galaktische Astrologie, die vedische Astrologie. Zu all dem gibt es hier auch Videos. Also es gibt, Numerologie ist auch wertvoll. Also es gibt viele Möglichkeiten, uns besser kennenzulernen, aber auch schätzen zu lernen und vor allem unser Potenzial zu entfalten und unsere Persönlichkeit zu entwickeln. Es gelingt uns leichter loszulassen. Auch das ist etwas, was vor allem uns Alleingeborenen ja schwer fällt, weil wir unser erstes Urtrauma war ein Trauma, wo wir loslassen mussten. Und so haben wir eigentlich unser Leben lang Probleme mit dem Loslassen. Es beginnt jetzt ein bisschen leichter zu gehen. Ja, die Zirbeldrüse befreit sich, sei es, dass wir etwas dazu tun, dass wir spezielle Meditation einhalten, spezielle Nahrungsmittel. Auch da gibt es ja mit dem Andreas, Dr. Andreas Stötter ein Video, wie wichtig die Zirbeldrüse ist und was wir dafür machen können. Es gibt auch eine Zirbeldrüsenmeditation hier. Also Zirbeldrüse hat die Tendenz, sich zu befreien. Es gelingt uns leichter, sie zu befreien. Wir können Blockaden lösen, eben loslassen, fällt uns leichter Blockaden. Ja, wir erleben mehr Synchronizitäten. Synchronizität ist für mich ja eine Form, wie meine Seele mit mir kommuniziert, wenn sie mir irgendwelche Dinge bewusst macht, die einfach in einem zeitlichen Zusammenhang stehen, ohne dass sie wirklich in einem Sinnzusammenhang stehen. Zu Synchronizitäten gibt es ja auch ein Video. Und Aussöhnung fällt uns leichter mit anderen, vor allem aber auch mit uns selbst. Und die ist enorm wichtig, weil wir, glaube ich, wenn wir im Nicht-Vergeben können, nicht nachsehen können, im Groll, vor allem gegen uns selbst, ist ein Aufstieg in höhere Dimensionen nicht möglich. Was jetzt auch besonders gut gelingt und auch empfehlenswert ist, die Befreiung aus Ahnenlast.
Wir sind ja, das glaube ich ganz fest, in dieser Generation, in diesen Generationen, die jetzt hier leben auf diesem Planeten, dazu angetreten, auch alte Lasten aus unserer Ahnenreihe zu lösen, unsere Ahnenreihe davon zu befreien. Und da gibt es auch alle möglichen Techniken dazu. Auch dazu gibt es hier Videos, also schau dich einfach um. Unsere Traumbotschaften werden klarer, also wir merken uns unsere Träume besser und verstehen auch deren Botschaften. Wenn du das ein bisschen mehr zelebrieren möchtest, empfehle ich dir, ein Traumtagebuch neben dein Bett zu legen, vielleicht einen Bleistift, eine Taschenlampe, um dein Du, wenn es neben dir schläft, nicht zu stören. Aber wenn du nachts aufwachst und deinen Traum noch erinnerst, würde ich den notieren, weil in der Früh ist er garantiert weg. Ganz selten bleiben uns wirklich Träume in Erinnerung. Ja, wir nehmen unsere innere Stimme leichter wahr. Auch da hilft natürlich der Dialog der Hände mit unserem Herzen. Den habe ich schon mehrmals erwähnt. Aber generell nehmen wir eher wahr, wenn unsere innere Stimme uns etwas einflüstert. Wobei es gibt da ja verschiedene innere Stimmen und da ist schon wichtig, die richtige zu differenzieren. Aber das kann man alles lernen. Entscheidungen treffen wir nun aus dem Herzen. Sind wirklich Herzensentscheidungen, Entscheidungen, die auch unsere Liebe treffen würde. Gibt ja, wenn wir eine wichtige Wahl haben, können wir uns fragen, was würde die Liebe entscheiden? Und ja, Liebe wohnt im Herzen. Also was sagt mein Herz dazu? Auch da kann der Dialog der Hände wichtige Hinweise geben, welche Variante die seelenresonantere ist, also welche Variante meine Seele sich für mich und von mir wünscht. Eben auch dieses sichere Bauchgefühl. Ja, wir fragen uns nach dem Sinn des Lebens und wir entdecken ihn. Da gibt es auch verschiedene Techniken, die uns dabei helfen können, auch unsere Lebensaufgabe, unseren Seelenplan zu erkennen. Ja, wir beschäftigen uns auch mehr mit dem Tod, mit dem Nachtod. Viele von uns bekommen Kontakt zu Verstorbenen, beginnen sogar medial zu arbeiten, zu channeln. Das kann ganz, ganz wertvoll sein. Und speziell bei alleingeborenen Mehrlingen ist es ja so, dass unsere früh heimgekehrten Geschwister sich nichts mehr wünschen, als dass wir Kontakt mit ihnen aufnehmen und ja, ihre Botschaften empfangen, vielleicht auch in Form von Büchern. Also einer meiner Brüder hat das Buch Alleingeborener Zwilling durch mich geschrieben. Aber es gibt auch noch andere Bücher, die ich aus dem Jenseits empfangen habe. Und ich glaube und mache die Erfahrung auch immer wieder aus Erzählungen, dass jetzt mehr und mehr Menschen sich öffnen für diesen dimensionalen, bidimensionalen Kontakt. Und wir öffnen uns für die Quelle für Gott, wie auch immer wir das nennen, also für dieses alles, was ist, ja, wo wir letztlich irgendwann heimkehren, denn ich glaube, wir alle sind hier hell strahlende, liebevolle, göttliche Lichtwesen, die eine materielle Erfahrung machen. Ja, herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass ich dir mit diesem Video ein paar von den wohltuenden Aufstiegssymptomen in Erinnerung gebracht habe, zu Bewusstsein gebracht habe und dass du nun deine Aufmerksamkeit ein bisschen mehr dahin lenkst, weil es so wichtig ist. Ich finde es so wichtig, dass wir unseren Fokus auf das richten, was uns aufbaut, was uns emotional, mental nährt, was unserem Körper wohltut. Und da gibt es auch in dieser Zeit, wo wir zum Teil ziemlich gefordert sind, einiges. Und ja, vielleicht hilft dieses Video dir dabei, ein bisschen mehr dahin zu schauen. Würde mich sehr freuen.